Hallo und willkommen zurück zu The First Templar. Mit Hubert und Uchi, abzocken und so. Yeah! Abzocken und so, abzocken und so. Genau. So. Und so. Und so. Geht es weiter. Ja, genau. Taverne weg in Richtung. Wieder da zurück, wo wir schon mal waren. Oh. Hinterhalte und ein verschwundener Templar. Hier geht noch viel mehr vor. Hier ist ein weißer Pfeil, aber da kommen wir jetzt hin. Oh. Ja, weißt du, Pfeil soll ja auch du Scheiße. Auf Sachen hindeuten. Drauf da. Alter, die können aber was ab. Ja, die gut was aus, muss ich auch sagen. So. Der ist weg. Der ist auch weg. Warte. Aua. Oh, hab ich nicht. Und. Hui. Ja. Ah. Aha. Wer hat euch geschickt? Niemand! Bei Gott, verschont mich! Mein Bruder wird euch töten. Verärgert ihn nicht. Es war der Einäugige. Er wollte den Tod aller, die diese Straße benutzen. Wir brauchen ihn nicht mehr. Roland, lasst ihn. Er hat den Namen des Herrn unnützlich geführt. Gott sei seiner Seele gnädig. Alter! Roland! Ja, oder das ist gnadenlos. Ah. Ah. Ja, diese weißen Punkte auf der Karte, die zeigen immer auf irgendwelche Hinweise hin. Und eben gerade waren auch Schritte auf der Karte zu sehen. Das ist immer so ein Zeichen für hier Schritte, die woanders hinführen. Und jetzt wird nämlich auch auf der Karte hier auch wieder so ein weißer Haken angezeigt. Gehen wir mal erst hin, ne? Ja, da gehen wir auf jeden Fall erst hin. Der Friedhof ist uralt. Es gibt kein Dorf in der Nähe. Wollen wir hier uns mal umgucken? Wachsam. Wer weiß, was uns hier erwartet. Zombies. Left 4 Dead. Incoming! Was, wo? Nein. Oh, jetzt werden mir ganz viele Pfeile angezeigt auf der Karte. Vier. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Hier bei einer Urne. Warte mal, du bist gelb. Bist du der gelbe Pfeil? Nein, ich bin der grüne. Da hinten ist er, er läuft doch. Und er läuft, er läuft. Ja, hier ist wieder so ein Schatzsuchgebiet. Deswegen ist Mutter wahrscheinlich mit dir mehrere Sachen angezeigt. Mhm. Und er ist ganz schwierig versteckt. Aha, ich habe ihn kaum gefunden. Krass. Cool, 7 von 8. Ihr habt 500 EP gefunden. Komm, gleich nächste Fähigkeit. Scheiß drauf, machen wir jetzt gleich klar. Echt? Jo. Nächste Fähigkeit? Ja, schon wieder. Okay, Fähigkeit. Was haben wir da? Nein, das haben wir nicht. Aber auch nicht. Ah, ich hole mir noch eine Gesundheitskugel. So. Ich will verborgen. Verborgen? Nein, Entschuldigung. Verborgen. So viel ist verborgen. Noch nicht angezeigt, genau. Raserei. Raserei, alles klar. Cool. Der Roland. Als nächstes gibt es Schlag des Zeloten. Was ist ein Zelot? Das weiß ich nicht. Oh, wei. Das ist eine gute Frage. Alter, was eine Kombi. Das ist ja ekelhaft. Aber gut, das kriegen wir hin. Einfach schön Button Mashing, einfach ein da. Immer drauf. Irgendwann klappt eh alles. Immer drauf. Ja, okay. Ist hier noch eine Spur? Ja, immer Spur. Die hast du aber nichts gefunden. In was? Der Ecke. Ich habe noch gar nicht weiter. Ich habe irgendwann nach dir geguckt. Achso. Hier hoch müssen wir. Hier werden Gegner angezeigt. Ja. Bam, ausgewandert. Bam. Wie konntest du? Oh, hier liegt einer hoch. Oh, wenn die Hunde ankommen, da wird mir immer A angezeigt als Kondom. Okay, ich mach mal untersuchen. Ich darf vorstellen, unser Templerbruder. Oh, nein. Hallo. Die Hunde haben ihn nicht getötet. Es waren die Pfeile. Kein Wunder. Hey, das ist ein guter Schild. Etwas mehr Respekt. Hier liegt ein Ritter. Der tot ist, im Gegensatz zu uns. Der Schild könnte euch nützlich sein. Ihm war er nicht nützlich. Ruhet in Frieden, Bruder. Schild nehmen. Zack. Okay. Schild des Kommandanten. Waffenteile gefunden. Waffe des Kommandanten. 2 von 2. Der Waffenteil... Ihr habt das Waffenteil Schild des Kommandanten gefunden.
Waffe vollständig, ihr könnt sie im Ausstattungsbildschirm ausrüsten. Das werde ich sofort tun. Ja. Ausstattung. Waffen. Waffen des Kommandanten. Zack. Ah, nicht schlecht. Wird leider nicht angezeigt, inwiefern das irgendwie vorteilhaft ist, aber wahrscheinlich je seltener die zu finden sind oder je später die zu finden sind, umso besser sind sie, vermute ich mal. Stimmt. Aber hübsch sieht's aus. Ja, zeig. Oh ja. Okay. Schade, dass ich jetzt dein Schild nicht nehmen kann. Ich hätte gern ein Schild. Du hast gern ein Schild? Nein, manchmal, also. Man kann ja auch so blocken, aber. Und hier oben ist vielleicht noch irgendwas? Oh, ich kann die Kupfer untersuchen hier. Warte mal, ich komme da mal hin. Ja? Ihr ruht Guido von Lorian. Schlug erfolgreich 87 Schlachten. Boah. Erstickte an einem Hühnerknochen. Geil. Ein Traum. Respekt. Respekt, krasser Typ. Leute, esst kein Fleisch. Auf keinen Fall. Ja, 87 Schlachten. So, das ist schon absurd. Dieser Templer kämpfte gegen Hunde und Pfeile. Achso, willst du da weiter? Uns angegriffen haben? Ja, hier scheint ja noch irgendwas zu sein. Hier geht's ja nicht zum Punkt, wo es weitergeht. Und irgendwelche Leute haben ja den Templer weggemacht. Eiskalt. Ja. Aber hier ist nichts mehr zu finden. Das ist sehr schade. Ich hab gehofft, hier ist noch irgendwie was. Echt nichts mehr. Nee. Oder hier oben? Nee. Hm. Schade. Ich gedacht, hier gibt's noch irgendwie was. Na gut. Dann weiter. Egal, wer ihn getötet hat. Lass ihn vorrotten. Nein, das finden wir eh raus. Hier offen. Auch Spuren? Oder? Gucken kann. Ja, das sind die Spuren, die wir verfolgt haben. Ja, die sieht man ja jetzt nicht mehr. Ah, nee, richtig. Geht's wieder zurück. Hat unser Bruder etwas entdeckt, das ihn das Leben kostete? Schon stylisch, wie sie darüber springen. Mhm. Ja. Musik ist auch sehr schön. Der Einäugige hinter all den Hinterhalten. Aber aus welchem Grund? So oder so, wir werden es herausfinden. Ja. Und dann wird er es bereuen. Das ist. Jetzt sind wir wieder bei der Hütte. Hey. Seid gegrüßt, Brüder. Die Abtei ist geschlossen. Wir müssen auf die Insel. Wer hat das Kommando? Bruder Lorenzo ist für dieses Sanktuar verantwortlich. Er wird euch nicht willkommen heißen. Wir freuen uns auch, euch zu sehen. Bitte, Brüder, ein schrecklicher Fluch sucht diese Wälder heim. Bruder Lorenzo hat geschworen, Tag und Nacht zu beten, bis der Fluch gebrochen ist. Keine Außenstehenden. Warum überrascht mich das nicht? Wir verlangen, mit Bruder Lorenzo zu sprechen. Das Sanktuar ist kein Ort für Krieger mit Schwertern. Unsere Schwerter haben die Bestie erschlagen und damit den Fluch von diesem Ort genommen. Welch wunderbare Neuigkeit. Gott sei gepriesen. Und die Templer seien bedankt. Also gut. Nehmt das Boot zur Abtei und setzt Bruder Lorenzo von diesem Wunder in Kenntnis. Gottes Wege sind wahrhaft unergründlich. Ja. Schließlich kamen wir zur Abtei Saint-Jacques, wo man uns sagte, eine gewisse Marie von Ibelin werde gegen ihren Willen festgehalten. Betende Dominikanermönche taten ihr Bestes, uns zu ignorieren, und ich fragte mich, ob sie uns nur das Eindringen in ihrer Abgeschiedenheit übel nahmen oder ob sie etwas zu verbergen hatten. Dies ist ein Heiligtum. Zieht hier nicht eure Waffe. Ich gebe mein Bestes. Suchen wir diesen Bruder Lorenzo. Okay. Und damit steht es fest, wir haben eine Truhe vergessen. Nein! Ja, haben wir? Wir hatten nur 7 von 8. Oh nein. Ich muss das Spiel nochmal von vorne anfangen. Nein. So. Jetzt sind wir hier. Und wir sollen keine Waffen ziehen. Ich darf auch keine Waffen. Ich kann da keine Waffen ziehen, verdammt. Ich auch nicht. Jetzt natürlich sofort ausprobieren. So, wer seid ihr denn hier? Hallo? Hallo, hallo? Ah, Bin nicht sehr redefreudig. Nee. Alles voller Türen, die man nicht öffnen kann. Ja, welche Leute, die hier rumlaufen. Ach. Ändert auch wieder Assassin's Creed, ne? Mhm. Ja, ist alles schon sehr nah beieinander. So. Hier was Schönes.
Die Predigt hat bereits begonnen. Sputet euch. Ja, ich sputet. Hier gibt es verschiedene Zeichen auf der Karte. Mhm. Nebensachen. Oh, hallo. Oh, hier gibt es das zum Lesen. Okay. Bei mir steht's nicht. Okay, bei mir läuft gerade was. Okay. Oha, oha, wie geht's ja zur Sache? Boah, ich muss mich entschuldigen. Aber dir nichts Was ist jetzt. Im vergangenen Jahrhundert ah, aus dem heiligen Amt des Papstes geworden? Meine Vorgänger waren nicht nur unfähig, sondern etwas weitaus Schlimmeres. Sie waren Antichristen in der Maske des Papstes. Diese sogenannten heiligen Männer schicken sich an, den derzeitigen Papst zu ermorden und sein Amt zu übernehmen. Ich kann nur hoffen, dass die Geschichte Johannes den 12. vergisst, diesen verzogenen Balg. Noch keine 20 Jahre alt verschleuderte dieser Caligula unserer Zeit Geld, machte aus dem päpstlichen Palast eine Lasterhöhle und wurde schließlich von einem eifersüchtigen Ehemann ermordet, als dieser ihn mit der fraglichen Gattin im Bett ertappte. Ich werde diesem Possenspiel ein Ende bereiten. Und ich kenne auch genau die richtigen Leute, die mir dabei helfen werden. Papst Gregor der Siebte, 1073. Okay, das war's bei mir. Ja, jetzt heißt die Sache dort. Ja. Das ist der. Okay, wir müssen mal gucken, dass es bei uns gleichzeitig läuft, weil sonst ist es ja echt blöd für den anderen. Kiste! Ja, richtig. Yeah! Ja, 500 EP gefunden. Cool. 1 von 7. Ja, auch noch was. Was? Ob es hier auch noch irgendwas gibt? Ich bin neugierig. Hier geht's hoch. Jo. Hier müssen wir bestimmt gleich hin. Ich gehe nochmal eine extra Runde. Tu das mal. Ich stehe hier mal kurz rum. Und tu so, als würde ich es nicht machen. Okay. Würde ich nichts machen. Vergib mir, Herr, denn ich habe gesündigt. Jede Nacht höre ich ihre Schreie. Und ich habe ihr Blut an meinen Händen. Oha, der Herr verbrochen. So, mir wird hier noch irgendwas Nebensächliches angezeigt. Ja. Der graue Pfeil da, oder weiße Pfeil, was ist denn das? Grau oder weiß? Bei mir ist er weiß. Ja, ich denke auch. Geh dahin. Lass mich dahin. Ich werde sehen. Meins. Was ist das? Boah, große Kiste. Komm. Segen des brutal machtvollen Angriffs. Euch wird bis zum Ende des Kapitels aller machtvoller Angriff gewährt. Eine mächtige Version der Fähigkeit machtvoller Angriff. Machtvoller Angriff kann ein Schild des Gegners zerbrechen oder sie niederschlagen. Okay. Aha, also der gedrückte Haltenschlag. Ja. Cool. Ja gut. Geht nicht. So. Hier geht das wieder weiter. Okay, dann sind das, wenn uns immer diese weißen Sachen, dann müssen wir da immer hin. Ja.
Ganz wichtig. Boah, jetzt bist du aber gerade gebackt. Ja, das wird bei Spiel öfter mal der Fall sein. Oh. Laufen sie bei dir auch? Ja, klar. Was ist wohl die größere Sünde? Den Körper eines Menschen zu foltern, um seine Seele zu retten? Oder untätig zuzusehen, wie der Teufel ihn verzehrt? Wenn der Rechtschaffene dem Teufel nicht die Stirn bietet, wer dann? Das Böse lebt noch, aber nun wird es von der Inquisition bekämpft. Ich kann die reinigenden Flammen sehen. Ich sehe eine Zukunft, die vom Teufel befreit ist. Ich sehe die Erlösung für uns alle. Gott segne euch alle. Amen. Na dann. Ja, gesegnet. Ja. Können wir jetzt gehen? Nee. Okay. Was führt euch hierher, Templerbrüder? Neuigkeiten, Vater. Wir haben die Bestie erschlagen, die eure Herde gejagt hat. Der Herr sei gepriesen. Die Inquisition wird sich eurer Tat mit Wohlwollen erinnern. Wir suchen nach einer Freundin, Marie von Ibelin. Aber der Zugang zur Abtei ist Frauen verwehrt. Wir werden uns dennoch umsehen. Vielleicht ist sie hier. Jeder macht Fehler. Die Inquisition macht keine Fehler. Für euch ist hier nichts von Belang. Na, das hört sich auch verdächtig an. Ja, warte auf andere Spieler. Was? Warte auf andere Spieler? Achso, bei mir steht hier gerade was. Dann lese ich gerade mal vor, wahrscheinlich schließe ich bei dir auch gleich. Folgt Bruder Lorenzo, um mehr über Maries Aufenthaltsort zu erfahren. Lasst Vorsicht walten. Denn wenn ihr ihm zu nahe kommt, wird er misstrauisch, aber fallt auch nicht zu weit zurück, sonst verliert ihr ihn. Und mit ihm alle Hoffnung, Marie zu finden. Okay. Was nun? Okay, bei mir kommst du nicht. Er wird uns zu ihr führen. Da hinten steht er, ne? Nächste Dichter. Ja, ja, genau. Ja, okay. Dann folgen wir ihm unauffällig. Ganz unauffällig. Ja. Ich gar nicht auf, was die ganze Zeit. Eine schreckliche Plage sucht unser Dorf heim. Die Kinder leiden Todesqualen. Seid beruhigt. Ich schicke Männer, die Schuldigen zu bestrafen. Eure Körper mögen dahin siechen, doch eure Seelen werden gerettet. Was zum? Was ist da los, Alter? Er lässt sie halt töten. Ja, warum nicht? Hauptsache weg damit. Oh Mann, ey, kranker Bastard. Wie gehst du? Ich halte die Menschen. Alle haben Angst. Ja. Gut. Angst ist deine Tugend. Ich will bitte. Angst stärkt den Glauben. Gott schütze euch, Bruder. Ich drück die Suchentaste gedrückt und geh dann. Achso. Also die, wo man auch Spuren liest und so was. Mhm. Ah ja. Oh, jetzt ist er aber hier. Wo ist er? Fix unterwegs. Hier drinnen. Ja, der hat dort Dreck am Stecken. Ja. Haben wir keinen erzählt. Verzeiht die Störung, Vater Lorenzo. Isaiah hat nach euch gefragt. Ich werde ihn umgehend treffen. Hä? Wer ist jetzt Isaiah? Ja, wer ist Isaiah? Schön, wie die Klamotten so knatschen, ja? Mhm. Lasst uns herausfinden, wer dieser Isaiah ist. Meine Rede. Ja. Nee, Rolands. Ja, der Roland. Vater, dieser idiotische Mönch am Dock hat die beiden Templer in die Abtei gelassen. Ich weiß, mein Sohn. Ach nee. Ich habe mit ihnen gesprochen. Sie suchen das Hexenmädchen. Überlasst sie mir. Sie haben die Bestie getötet. Nein. Es darf keine offene Auseinandersetzung geben. Warnt die Männer unten, nur für den Fall. Was ist, wenn sie die Kerker finden? Tötet die Gefangenen, allesamt. Und dann verfahrt nach eurem Belieben. Ja, Vater,
mit Freuden. Mhm. Dieser Typ, Alter. Alter. Das. Ach nee. Der Einäugige aus dem Wald. Dieser Schuft Lorenzo hat gelogen, was mich nicht überrascht. Wir müssen uns bedeckt halten. Marie schwebt in Gefahr. Wollen wir hier ran? Achso, du guckst erst. Nee, wollen wir nicht. Was? Also wollen wir, ja, aber in der ersten oder nächsten Folge. Okay. Ah, ich mag das ja. ich will. Okay. Aber warte, denn bevor wir. Denn eine Sache mache ich noch. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Oh nein, nur 800. Oh, da geht gar nichts. Da geht überhaupt nichts. Na gut. Ja. Aber wir haben unseren Bonus hier erfüllt. Bruder Lorenzo darf eure Anwesenheit nicht bemerken. Haben wir geschafft. Ja, cool. Sehr schön, so gefällt mir das. Das ist gut. Ja, damit alles klar. Hätten wir es dann. Damit haben wir es dann. Für diese Folge. Auf jeden Fall. Ja, ganz nettes und Spiel. Und sind gespannt, was uns da hinter den Regal da erwartet. Das sah ja nicht so appetitlich aus. Einmal so grobes Startfazit. Startfazit, du meinst des Spieles? Des Spieles, unserer. Also mir macht sehr viel Spaß. Es hat wirklich, also es ist wirklich stark in dieser Glaubensrichtung, was zu erwarten war. Ja. Aber bis jetzt, so rein von der Spielmechanik her, gut, das Einzige, was ein bisschen stört, sind halt dieses Rumgelege vom Server. Ja. Aber genau. Gut, das kann man halt nicht weiter drücken. Es geht aber so im Großen und Ganzen. Also so rein spielerisch macht es mir sehr viel Spaß. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Ich auch. Sehr schön. Und so grafisch und so, das, wie gesagt, das macht das schon Bock. Das ist jetzt ja nicht die Top-Grafik, aber es ist schon vollkommen in Ordnung. Manche ja, die Dialoge und so sind schon witzig. Die Dialoge sind nicht lustig, so ja. Nicht so on top, also ja. Weiß ich nicht, die Synchronsprecher haben da wahrscheinlich auch ihren Spaß dran gehabt. Weiß nicht. Bestimmt. Aber ich finde, man sollte da auch nicht zu viel verlangen hier. Es, nee. Ich finde es gut, so wie es ist und es macht auch Spaß, von daher, das ist so. Das Wichtigste. Genau, war auch vergünstigt, haben wir es auch erworben, ne? Ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir es gerade spielen, müsste es auch noch im Angebot sein, glaube ich. Okay. Weiß ich gar nicht so genau. Ja, ich glaube, bei der. Ja, nee, jetzt bestimmt nicht mehr. Na, jetzt. Ja, zu der Folge jetzt vielleicht unbedingt nicht mehr. Zum Anfang. Ja, genau. Jetzt ist leider vorbei. Jetzt ist leider vorbei, tut uns so leid. So ein Mist. Müsste das Doppelte ausgeben dafür. Naja, aber der Sommer ist nah. Der Sommer ist nah. Wenn Marcel kommt. Ja, genau. Natürlich auch, wir spielen natürlich auch über Steam, das haben wir auch noch nicht gesagt, aber. Wobei das Spiel an sich selber nochmal über eine andere Plattform läuft, wo wir es vorher erstmal auch noch registrieren mussten. Das war ein bisschen nervig. Das war also der Start, genau. War so ein bisschen mal reintesten, aber so spielmäßig macht es echt Bock. Ja, hat ja jetzt auch im Nachhinein alles geklappt. Genau. Ja, und dann das ist doch cool. Dann sagen wir mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Sagen wir tschüss jetzt. Genau. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal sagen wir bestimmt auch tschüss. Ja, so sagen wir bestimmt auch tschüss. Das werden wir dann sehen. Und ihr das, auch. Das werden wir dann sehen und ihr auch. Genau, Leute, dann haut rein bis dahin und lasst es euch gut gehen. Genau, macht's gut. Bis dann, tschüss. Tschüss.